Jo, moin Leute, ist das ein Wetter? Ja, vor, weiß nicht, 10 Tagen noch ein irrer Schnee hier und jetzt 15, 16 Grad, Wahnsinn. Also, der Frühling steht vor der Tür und ich habe mich hier schon ganz provokant vor Johanna hingestellt. Ich war noch unterwegs, bezüglich Bodenproben und heute geht es darum, wie zieht man Bodenproben? Was hat, das intensive, relativ intensive Brandkalken in den letzten Jahren gebracht. Wie sieht der Einzelkornraps aus? Bin ich kurz mal dran stehen geblieben. Und ja, welchen Vorteil haben Frühsaaten für die Düngebedarfsplanung? Also, bleibt dran, wird interessant. Alles klar, dann wollen wir mal loslegen. Und zwar nehmen wir jetzt nochmal Bodenproben. Was ich nicht wusste vorher, was mir nicht klar war. Also grundsätzlich ist man gesetzlich verpflichtet, alle 6 Jahre von seinen Schlägen Bodenproben zu ziehen, damit man ungefähr weiß, was da so los ist und danach so auch die Düngung ausrichten kann. Und ja, da wir ja eine Teilumstellung machen auf biologisch, habe ich jetzt erfahren, dass ich im ökologischen Bereich alle 3 Jahre Bodenproben nehmen muss. Das heißt, die, die jetzt schon 4, 5 Jahre alt sind, die Untersuchungen, die reichen jetzt nicht mehr aus. Also muss ich jetzt Gas geben und hier überall noch bei den Ökoflächen Bodenproben nehmen. Sonst kann ich da auch mit Gärresten nichts machen. Ja. Also so wie es aussieht, kann ich die Gärreste von unserer Biogasanlage im ökologischen Bereich nutzen, wenn ich entsprechend nachweise, dass da keine, ja, Sachen drin sind, die jetzt nicht so ökologisch sind, also zum Beispiel irgendwelche gentechnisch veränderten Pflanzen. Aber das ist ja bei uns kein Problem und ja, von daher kann ich hier im Ökobereich eben auch teilweise die Gärreste von der Biogasanlage einsetzen. Und das ist schon mal sehr gut, weil sonst kommen wir langfristig im Biobereich mit den Nährstoffen irgendwo nicht klar. Ne? Wenn man bloß rausnehmen geht nicht, muss auch was zurück und ja, viele andere Dinge sind teuer in dem Bereich und von der Wirksamkeit auch immer nicht ganz so hundertprozentig. Von daher gute Sache. Jetzt legen wir mal los. Ich schwenke hier mal um. Also was brauchen wir erstmal? Ja, ein Stichgerät, ein Eimer, wo die Probe da reinkommt und mit dem Schraubenzieher ziehe ich dann die Proben hier raus. Aber jetzt legen wir mal los. Das ist ein Wickroggen mit Erbsen. Gleich der Hinweis beim Probennehmen: gehen wir erstmal 40 Meter weg vom Vorgewände. Hier lag zum Beispiel letztes Jahr auch ein Kalkhaufen, also das wird die Ergebnisse völlig verzerren. Ihr erinnert euch an diesen Schlag vielleicht. Hier haben wir die Lemken Rubin, die neue, im Stoppelsturz getestet und die Federstadt von meinem Onkel. Das heißt, hier stand Roggen und nach dem Roggen haben wir einmal einen Stoppelsturz gemacht. Flachen, um ein bisschen Stroh besser zu verteilen noch und den Roggen ein bisschen zum Auflaufen zu bringen, sind wir danach eigentlich nur noch mal relativ flach mit dem Köckerling Euron darüber gefahren und dann habe ich eigentlich auch schon ausgesät. Das sieht man auch durchaus, dass hier noch recht viel Stroh an der Oberfläche ist, ja. Ernterückstände, das freut die Bodenlebewesen und wir haben auch ein bisschen, ja, Schutz vor Erosion. Ne? Ist nicht schlecht aufgelaufen bisher. Habe aber schon andere Flächen gesehen, wo ich jetzt weniger Stroh hatte. Da ist es besser aufgelaufen. Aber das wird das, denke ich mal, alles noch aufholen. Wir werden das Ganze jetzt noch als Startgabe mit Gärresten dann versehen. Aber kommen wir mal zurück zur Bodenprobe. Ich kratze hier immer so ein bisschen an. Und dann stecke ich den so leicht schräg durch. Ich komme auch recht gut rein, muss ich sagen. Also dieses tiefe Bodenbearbeiten, das wäre gar nicht nötig gewesen, haben wir auch nicht gemacht. Waren 10 cm tief drin, hat völlig ausgereicht. So, durch das Schräge komme ich nicht ganz so tief, kann aber mehr Material einstechen. Ja, also insgesamt, also man soll eigentlich bloß so 20 cm beproben. Das wäre ja bis hier. Und dadurch, dass ich schräg mache, kann ich natürlich auch ein bisschen mehr nehmen. Ne? So. Jetzt laufe ich im Prinzip hier einmal so irgendwie diagonal übers Feld, wie ich meine, dass das halbwegs repräsentativ wird. Ich mache hier durchaus 10 bis 20 Einstiche.
An der Stelle muss ich nochmal eingrätschen, weil ich vor ein paar Wochen oder Monaten wieder von so einer NGO-Gesellschaft, ich glaube BUND war es, da hieß es, landwirtschaftliche Böden sind so tot, da gibt es auch keine Pilze mehr. Und die wären eigentlich ein guter Anzeiger. Ja, da muss ich euch leider enttäuschen, aber es gibt durchaus Pilze, auch hier bei uns im Ackerbau. Ja. Und wir eigentlich sehr froh drum, dass man die auch so findet. Fakt ist natürlich, die sind vor allem auch da, wo viel Organik hier noch an der Oberfläche zurückgeblieben ist. Ja. Also ist natürlich nicht so, dass wir jetzt hier eine reine Pilzzucht und Riesenviecher stehen haben, aber gibt schon durchaus Pilze, ne? Und ist gutes Zeichen. Ein anderes Projekt, was ich dieses Jahr noch vorstellen werde, ist Mykorrhiza Beizung bei Mais und Sonnenblume. Aber da kommen wir noch zu. Ich habe ja so 12 Einstiche oder so gemacht in meinem Eimerchen hier. Den mische ich gerade mal so 2 Runden. Dann nehme ich mir so eine Tüte, die ich schon vorbeschriftet habe. Dann nehme ich mir so ein Tütchen, kipp das dann hier rein. Eigentlich 200, 300 Gramm, das ist jetzt fast ein Kilo hier. Aber oh, mehr ist eigentlich in dem Fall kann nicht schaden. Ne? So, dann sehen wir zu, dass wir hier möglichst viel Luft rausbekommen. Gerade wenn ihr in Minnproben zieht, was in dem Fall nicht hier so ist, habe ich schon vor 3 Wochen gemacht und am besten sehr kühl halten, unter 5 Grad. Könnt ihr auch einfrieren. Wie gesagt, ich hatte schon Ende Januar Proben gezogen wegen N-Min und würde sagen, die gucken wir uns jetzt einfach mal an. Na, wenn wir schon mal dran vorbeifahren, zeige ich euch fix nochmal den Raps. Ich stehe hier genau an der Grenze zu Einzelkorn auf dieser Seite gegen die Breitsaat mit der Rapid. Ich würde sagen, beide Bestände sind ganz ordentlich, wenn denn der Winter nun auch vorbei ist, durch den Winter gekommen. Es ist jetzt schon hier und da mal ersichtlich, dass wir noch keine volle Bedeckung haben. Hier im Raps bei der Einzelkorn mit einem 50er Reihenabstand. Und darum bin ich mal umso gespannter, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Wir haben ja auch immerhin 20% weniger Saatstärke. Wir haben einen Spaten reingestochen. Ist ja auch mal ganz interessant. Wir haben natürlich eine hohe Wassersättigung aktuell. Der Schnee schmilzt so gerade rein. Ja, es könnte noch ein bisschen krümeliger sein. Ist noch ein bisschen plattig, aber mich freut, dass ich auch immer wieder Regenwurmgänge sehe. Das ist jetzt hier halt auch. Ich glaube, wir haben noch nie Raps in Mulchsaat angebaut. Das wurde immer gepflügt vorher. Ne, 2018 schon mal, ne? Bei der 56R-Demo. Ja, das hat nach Weizen damals auch gut geklappt. Ja, haben wir ja dieses Jahr auch gemacht, aber mit deutlich mehr Stroh an der Oberfläche. Und man sieht da noch einfach, dass hier immer wieder Regenwürmergänge gebuddelt haben. Wenn ihr jetzt 3 Wochen gewartet habt, dann bekommt ihr so eine tolle Auswertung, wie hier zu sehen. Ich habe jetzt nicht 3 Wochen auf die Probe gewartet. Das sind, wie gesagt, die Werte, wo ich N-Min-Proben gezogen habe. Da habe ich die ersten 30 cm auch mal für Makronährstoffe untersuchen lassen, weil ich auch wissen will, was da so gerade nach dem letzten Kalken passiert ist. Und hat sich auf jeden Fall was getan. Mal ganz grundsätzlich, wie das so aufgebaut ist. Hier, das habe ich natürlich eingeschwärzt. Da gibt es eine Analysenummer, eine Probenummer, wie der Schlag bezeichnet ist und so weiter und so fort. Dann die Bodennutzung, A für Acker. Relativ wichtig dann noch die Bodenart. Ja, in der Regel haben wir es hier mit Sandböden zu tun. Es kommt aber auch schon mal vor, dass wir hier schwach lehmige Sande haben und ein paar Flächen haben wir auch, wo wir einen sandigen Lehm haben. Das sind dann die Flächen, wo alles ein bisschen mehr Spaß macht. Wir haben 4 Flächen davon in den letzten 2 Jahren gekalkt und eine davon bisher noch nicht, hat noch nicht so reingepasst, fruchtfolgetechnisch. Und da sieht man dann doch recht deutlich, also vielleicht habe ich es an einer anderen Stelle schon mal gesagt, im Betrieb wurde in den letzten Jahren ein wenig die Kalkversorgung vernachlässigt. Das habe ich, wie gesagt, in den letzten 2-3 Jahren jetzt versucht wieder aufzuholen.
an der einen oder anderen Stelle habe ich es wahrscheinlich auch ein bisschen übertrieben. Ja, das ist jetzt 7,1, sag mal, pH-Wert, neutral, klingt eigentlich nicht verkehrt, ist aber für einen Sandboden ein bisschen zu viel, liegt dann einfach daran, dass wir hier ja wahrscheinlich Humus abbauen werden, also Nährstoffe werden freigesetzt und ist nicht ganz in der Übung, also hier ist erstmal die Kalkbremse wieder angezogen. Hier oben passt das eigentlich ganz gut, wenn man mal in der D landet, ist das ja alles noch kein Beinbruch. Der Boden ist ja hier etwas schwerer, also das passt alles noch. Und hier ist es sogar ziemlich perfekt, da haben wir dann eine Punktlandung hinbekommen. Ne? Also die Flächen hier, die waren alle im unteren Fünferbereich. Im Prinzip ist diese Einstufung, sagt etwas über den Tongehalt des Bodens aus. Die Tonmineralien sind im Prinzip die, die auch die Nährstoffe festhalten können. Ton oder Humus. Dann sieht man an der einen oder anderen Stelle doch, welche Flächen regelmäßiger mit Gerissen versorgt wurden. Das sind alle hier unten. Da sind wir hier sogar in der D-Versorgung. Und die Fläche hier oben, die ist einfach weiter weg. Da fahren wir dann nicht ganz so regelmäßig hin mit Gerissen. Und da sieht man dann gleich, ist man mit dem Phosphor ganz schön weit unten. Also da müssen wir einfach in Zukunft mehr Transportkosten ansetzen, dass wir da auch Gärreste hinbekommen. Ist mit dem Kalium auch eine ziemliche Achterbahn. Hier muss mal ein bisschen was gemacht werden. Ja, inwieweit das jetzt mit dem pH-Wert zusammenhängt, wäre auch mal interessant. Von daher gucken wir jetzt mal, was dann die Kinsey-Analysen von anderen Flächen in den nächsten Wochen bringen werden. Und was mir sonst halt noch auffällt, ist hier, was wahrscheinlich auch bei der Kinsey-Analyse dann rauskommen wird. Ich weiß es nicht. Dass wir ein bisschen mit dem Magnesium auch mangeln. Ja, gerade so die Aufkalkung. Wir haben ja nur noch 3 schlechte Jahre hinter uns gehabt und dann dreht man die Mark doch 3-mal um. Und da haben wir eigentlich einfach die Möglichkeit gehabt, hier mit einem günstigen Brandkalk vor Ort zumindest erstmal den pH-Wert wieder in eine richtige Richtung zu biegen. Ja. Dass es aber wahrscheinlich sinnvoller gewesen wäre, einen teureren Kalk zu nehmen, um Magnesium gleich mit in die richtige Richtung zu ziehen, ja, gerade bei dieser Fläche hier, wo wir in der A sind, ja, das ist auch nicht viel besser, wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen, muss ich jetzt mal so rückblickend eingestehen. Müssen wir halt daraus lernen, darum machen wir jetzt auch die größeren Aufwände mit auch Kinsey-Analysen, um dann in Zukunft ein bisschen weitsichtiger und cleverer zu handeln. Gucken wir mal noch auf die N-Min-Werte, die ich gezogen habe. Das ist jetzt mal beispielhaft. Im Raps war es halt so, dass wir im Herbst eine Gerrest-Applikation gefahren haben. Die muss ich dann entsprechend anrechnen. Das sind eigentlich 36 Kilo, habe mal 40 aufgerundet. Hier sind dann die N-Min-Werte so entstanden, dass ich natürlich in der oberen Bodenschicht, ja 0 bis 30, hier noch ganz gut Stickstoff habe. Darum bin ich jetzt erstmal noch ein bisschen entspannter, was das Andüngen des Rapses angeht. Da brennt es noch nicht, würde ich jetzt mal so sagen. Wenn du das anrechnest mit dem, was man da so düngen darf bei den Erträgen, die wir ansetzen, mit den Gärresten aus dem Herbst und N-Min bleiben noch so ja, knappe 100 Kilo, die ich jetzt nochmal im Frühjahr da düngen darf. Dann haben wir hier die Roggenfläche. Hier ist in die untere Bodenschicht relativ viel Stickstoff verfügbar. Das ist halt ein sehr sandiger Boden. Der Roggen wurde etwas später gesät. Ich habe auch einiges, was deutlich früher gesät wurde. Der ist deutlich weiter und da gehe ich davon aus, dass der nicht so viel Auswaschungsverluste dann nach unten hin auch hatte. Das ist sowieso ein Punkt, über den ich ein bisschen nachgedacht habe, was die ganze Düngung angeht und die Aussaat. Es müsste ja theoretisch so sein, könnt ihr ja mal Feedback zu geben. Je früher ich sähe, desto mehr Nährstoffe werden schon im Herbst aus dem Boden rausgezogen. Desto mehr Nährstoffe hat die Pflanze schon, desto weniger ist logischerweise noch im Boden. Wenn zum Beispiel die Gerste sieht, die ist deutlich früher gesät als der Roggen. Ja, mal davon abgesehen, dass Gerste immer ein bisschen mehr rausholt aus dem Herbst. Das führt dann dazu, dass ich hier deutlich geringere N-Min-Werte habe und schon mehr in der Pflanze. Also habe ich da 20, 30 Kilo plus gemacht über den Herbst und 20, 30 habe ich N-Min rausgesaugt. Und kann die im Frühjahr nochmal mehr düngen. Also
Das ist, denke ich, eine wichtige Stellschraube, um hier langfristig auch wieder mal ein bisschen Stickstoff in die Pflanze reinzubekommen dann, ne? Weil, guck mal hier im Roggen, ja, spät gesät, hohe N-Min-Werte, geringe Erträge auf den Sandböden, da bleiben noch 70 Kilo Stickstoff. Wenn da mal ein gutes Jahr kommt, was Niederschlagsversorgung ausgeht, das ist dann einfach viel zu wenig. Weizen steht da wieder auf einem besseren Standort. Und der hat auch ein bisschen mehr rausgezogen als der späte Roggen. Ja, da kann man einfach höhere Erträge ansetzen und dann geht das auch wieder in Ordnung. Ja, Wickroggen, auch auf dem Sand, sieht dann halt so aus, wie es aussieht. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Haut rein!